Guten Morgen, Leute. Ich habe gerade mein Video geschnitten, was heute online muss. Irgendwie habe ich alles total falsch geplant. Ich habe mir heute die Zeit auch irgendwie falsch eingeplant. Ich muss heute um 12 anfangen und war irgendwie so, ja, dann gehst du einfach um 11 ins Bad zum Duschen. Aber ich muss ja dann, ich muss um, bin ich fokussiert? Ich sehe es gerade nicht mal. OMG. Ich muss ja um 11:30 schon losfahren. Sprich, ich muss ja um 10:30 ins Bad und wir haben gerade 20 vor 10. Dezent stressig gerade, aber ich habe gerade mein Video fertig bekommen und jo. Ich war gestern Abend noch so ein bisschen auf TikTok, also scrolle ich gerne noch durch oder mache das auch gerne mal bei Instagram und schwierig. Ich habe jetzt auch irgendwie überlegt, soll ich es überhaupt erzählen oder ansprechen oder nicht, aber ich mache es jetzt einfach, egal was da jetzt rauskommt. Aber kennt ihr diese Aline Bachmann? Ich war noch nie so wirklich Fan von der oder so, keine Ahnung. Mich hat die eigentlich immer ein bisschen eher gestört oder aufgeregt. Also ich habe die auch oft auf TikTok so ausgeblendet, kann man ja machen. Und ist, glaube ich, auch jedem selbst überlassen, was er da sich angucken will oder nicht. Egal. Jedenfalls ist sie mir halt unsympathisch, ne? Aber deswegen, wie gesagt, kein Problem damit. Einfach ignorieren, so ausblenden, geht ja alles. Jetzt war aber wieder ein Video auf meiner For You-Page von einer anderen, die darauf, also auf ihr eins ihrer Videos reagiert hat. Und ihr Humor hat halt einfach nicht meinen entsprochen. Ist ja auch komplett okay, ne? Aber was mich eigentlich dann letztendlich immer gestört hat, ist, dass sie nie eine Maske getragen hat. Und jetzt hat sie aber noch ein Video hochgeladen, was ich euch zeigen möchte. Ich Moment. kann's nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören. Maske hier, Maske da. Maske tralala. Die Maske bringt nichts. Ihr könnt euch trotzdem anstecken, auch mit Maske. Und wenn ich irgendwo rumtanze und einen Meter oder 2 Meter Abstand habe, muss ich keine Maske tragen. Es nervt. Es nervt. Es nervt. Was denken ihr da draußen? Denkt ihr wirklich, es gibt Corona? Hat irgendjemand von euch Corona? Ich weiß es nicht. Es nervt mir mit den Masken. Die helfen uns nie. Die schützen uns nie vor Ansteckung. Das ist ein kleines Stück Stoff, was ich da um die Gusche drum hab. Da muss ich ein Brett vorher rummachen, damit ich geschützt bin. Das Herz habe ich dann nur gesetzt, dass ich es abspeichere. Klar, es würde Favoriten geben, aber gut, so war es jetzt leichter schnell gestern. Ich finde es irgendwie echt traurig. Sie hat doch irgendwie Vorbildfunktion, oder? Sie hat ja eine gewisse Reichweite auch. Und ich finde es respektlos. Also klar, von mir aus, das hier ist ihre Meinung. Aber jetzt, Moment, ich hoffe, ich finde auf die Schnelle eins. Moment. Hier zum Beispiel. Da läuft sie durch Primark durch, oder keine Ahnung, was für ein Laden das jetzt ist. Ich glaube Primark, ja. Ohne Maske macht sie so Catwalk und das war halt was. Ich finde es respektlos gegenüber der Menschheit. Also, wie wenig Respekt kann ein Mensch haben? Und vor allem, wow. Ich dachte, denk mir einfach nur so, eine Maske zu tragen hat auch viel mit Respekt zu tun. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt. Und außerdem, wenn ich 1 Meter oder 2 Meter Abstand halte, dann brauche ich keine Maske tragen. Natürlich. Die Ansteckung, du steckst dich ja nur durch Tröpfchen an. Sprich, wenn du niest, redest und spuckst. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie weit das ging, aber ich habe mal ein Video gesehen, wo die das getestet haben. Wenn du niest oder so oder sprichst, wie weit da deine Spucke oder dein Rotz fliegt, da reichen dir diese 1, 2 Meter zum Teil gar nicht aus. Deswegen. Ich finde es wirklich krass. Kann sich wahrscheinlich den Wendler anschließen. Wahrscheinlich ist sie vom Wendler-Clan. Aber ich bin echt schockiert, weil die hat bestimmt auch ganz viele junge Zuschauer. Es ist eh teilweise so ein Thema, oder es sind so viele verrückte Leute da unterwegs. So. Oder auch vor allem in
die Jugendlichen, die dann cool sein wollen und die Maske dann nicht tragen. Und dann unterstützt sie sowas noch. Dann halte ich einfach mein scheiß Maul und ich denke mir, ich wollte schon fast schreien. Ich weiß, das wäre böse gewesen, aber ich habe es jetzt eh nicht getan. Aber ich sage es euch was, ich wollte eigentlich am liebsten schreien, trag einfach die scheiß Maske, dann ersparst du mir wenigstens deinen Anblick. Weil ich finde diese Frau so. Ja, sorry, erbärmlich. Das ist. Wow, ich könnte mich darüber so aufregen. Ich weiß, eigentlich, ich finde, das hat auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Vor allem, wenn ich das so pushe. Ich kann das sagen, aber muss ich das. Nee, ich finde, das geht gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Mich dringen die Masken natürlich auch auf. Und ich trage sie trotzdem aus Respekt anderer gegenüber, dass sie mir so viel Respekt zeigen, in der Hinsicht, dass sie auch eine Maske tragen. Und wenn es ein bisschen nur was hilft, wenn es das Ganze eindämmt, wo ist das Problem? Ich trage die täglich, ich arbeite im Einzelhandel, ich muss die täglich tragen auf Arbeit und würde ich die nicht tragen, hätte ich keinen Job mehr. Ich würde es nur kurz sagen, weil viele mir geschrieben haben, ich würde als Vorbild herangehen, wenn ich dann nicht, die da nicht tragen würde. Ich muss sie tragen, ich trage sie auch. Und ja, wenn man damit nur einhelfen kann, ist es doch gut, oder nicht? Und wow. Wow. Ich finde die Frau erbärmlich. Sorry. Also, keine Ahnung. Das ist nicht lustig. So, rein gar nicht. Also für mich respektlos und erbärmlich. I'm out. Ich muss jetzt was essen, weil sonst bin ich dead. So, ich werde jetzt noch schnell ein Bild von der Funko Pop machen. Heute nehme ich eine neue, und zwar Danny Phantom. Genau, ich mache das dieses Mal mit der Kamera. Ich habe letztens schon nur eins mit der Kamera gemacht und das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Und zwar ist das hier von Pennywise. Ich finde die Qualität irgendwie mega. Deswegen versuche ich es nochmal mit der Kamera, ob das nochmal so gut klappt. Mal gucken. Wenn nicht, nehme ich wieder meine Systemkamera. Ich habe mich jetzt hier für diesen Hintergrund entschieden. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich gutes Licht habe und dann versuche ich das Ganze nochmal. Ja, das könnte echt gut aussehen, ne? Mal schauen. So, ich habe gerade Fotos gemacht, aber irgendwie haben die mir gar nicht so gefallen. Also ist eigentlich nur eins dabei, irgendwie war das mit dem Fokus so schwer, weil die Haare sind nach vorne schind von ihm. Dann war genau bei dem Haarbüschel mehr oder weniger der Fokus. Ich muss jetzt gucken, welches ich dann hochlade. Ich wollte ja eigentlich heute eins hochladen. Ich habe noch ein älteres von Sally. Ob ich das nehme oder das von Danny Phantom. Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie, I don't know, aber ich will heute jetzt hochladen. Mal schauen. Ich muss mich jetzt echt extrem beeilen. Ich wollte eigentlich gegen 10:30 ins Bad gehen. Wir haben 8 Minuten vor 11 jetzt. Also jetzt ist ein bisschen Hektik angesagt. So, ich bin soweit fertig. Ich habe heute den richtigen Bettherde. Also irgendwie hier sieht es so aus, als würde es aussehen wie immer. Aber. Es fühlt sich irgendwie ganz anders an. Die liegen auch ganz komisch. Ich habe jetzt bestimmt 1 Kilo Haarspray auch für gebraucht. Gut. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann später wieder. Und hier sitzt eine Fliege. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir eben den Fernseher angemacht. Ich habe hier noch ein paar Cornflakes. Ich bin ein bisschen fertig. Deswegen gibt es nur Cornflakes. Ich werde natürlich hier ein bisschen TikTok durchgucken und werde mich dann nachher bei euch wieder melden. Ja, Tina, das ist die erste Bob's Burgers Folge, einfach crazy. Ich war eben gerade so ein bisschen auf TikTok unterwegs und ich hatte jetzt ganz, also was heißt viele, noch zwei weitere Videos über diese über Frau Bachmann, oder heißt sie so, gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich genau am Vormittag geredet habe über die. Ich weiß nur noch erbärmlich und respektlos. Und es ist auch so, sorry, also. Vor allem, die labert ja auch noch was von wegen. Vor allem, das Ding ist, es ist ja Pflicht. Klar, da trennen sich die Meinungen, aber.
Die soll einfach. Ja, einfach. Wow. Denkt mir halt einfach so, wow. Ich finde, da hat es auch irgendwie irgendwann mal Ende mit Meinungsfreiheit und so, ne? OMG. 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 Also. Ich hoffe, die muss irgendwie. Also, da drücke ich der echt. Sorry, ich weiß, das ist sowas böse oder sowas, sagt man nicht, aber da drücke ich dir echt fest die Daumen, dass die mal einfach Fettstrafe zahlen muss. Oh, nee, das für mich ist sowas Abschaum. Also, sorry, vor allem in der Hinsicht Abschaum, dass man sowas noch in die Welt trägt, also uns sagt. Aber für mich geht sowas halt einfach gar nicht. Vor allem, sie ist so Vorbildsfunktion irgendwie hat die ja und. Wieso kann ich dann nicht einfach in den Scheiß-Videos die Maske tragen, beziehungsweise dann einfach Videos machen, also oder da Videos machen, wo du die Maske nicht tragen musst, und zwar zu Hause. Deswegen, oh, nee. Jesus. Ich habe mir übrigens heute noch Funko Pops bestellt, und zwar diese Harry Potter Holiday Collection Funko Pops. Ich dachte mir, ich bestelle das jetzt einfach mal. Und habe mir noch Treppen bestellt, für, also diese Treppen, wo die ganzen Figuren immer draufstehen, auf Amazon. Und das war einfach das Letzte, die letzten, die da waren, stand dort nur noch einmal verfügbar. Und da, die haben jetzt 16 Euro nur gekostet, die waren mega im Sale. Deswegen dachte ich mir, schlage ich zu. Das hat mich jetzt 93 Euro gekostet, aber ich hatte einen 50 Euro Amazon-Gutschein, sprich, ich habe 43 für bezahlt. Ist in Ordnung. Und ich muss dann auch unbedingt gucken, es gibt noch. Bald noch eine neue Figur, die könnte man auch vorbestellen von Harry Potter. Aber da muss ich mal gucken, wo ich die bestelle. Aber ich glaube, ich gucke mal bei Pop in a Box, beziehungsweise Verena hat ja für mich bei diesem GameStop-Gewinnspiel mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Da ging es halt um Like sammeln. Und da hätte man ja so einen Jahresvorrat an Funko Pops gewinnen können. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber sie hat einmal die Woche gewonnen. Und wenn man eine Woche gewonnen hat mit den meisten Likes, hat man einen 50 € GameStop-Gutschein bekommen. Der ist halt leider nie angekommen. Verena hat die jetzt schon zwei, dreimal angeschrieben. Ich habe einfach mal eine Story auf Instagram gemacht. Da haben die dann natürlich geantwortet und meinten so, ja, sie haben einen Gutschein. Moment, ich kann das eben mal schnell fix vorlesen. Hi. Wie heißt denn deine Schwester? Wir haben das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Eine Person hat einen falschen Gutschein zugeschickt bekommen. Da haben wir darum gebeten, dass der Fallschein uns zurückgesendet wird und wir dann den neuen rausschicken. Das ist aber noch nicht passiert. Wir haben keinen bekommen. Wenn wir denken, es ist keiner angekommen, wir haben niemals eine Nachricht bekommen. Was soll der Scheiß? Und jetzt antworten die natürlich wieder nicht mehr. Ich glaube, ich werde definitiv nochmal eine Story drüber machen, weil ich finde das so lächerlich einfach. Klar, so. Die haben bestimmt auch genügend Arbeit zu tun oder whatever. Aber ich denke mir so, wenn schon so ein Fall aufgetreten ist, dann muss ich mich ja darum kümmern, oder? Wenn schon eine Beschwerde also eingeht und I don't know. Ich muss Verena jetzt dann nochmal fragen, ob die sich nochmal bei ihr gemeldet haben. Wenn nicht, dann mache ich einfach definitiv nochmal eine Story, wo ich diesen Beitrag von denen auch posten werde und die nochmal markieren werde. Und also für mich ist sowas Betrug. Nee. Und da würde ich mir halt dann diese eine Figur von Harry Potter noch kaufen. Also hätte ich dann vorgehabt von GameStop. Aber wenn der Gutschein nicht kommt, dann bestelle ich die definitiv nicht bei GameStop. Weil das würde ich halt dann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr unterstützen. Ich habe bestimmt, ich sag mal so 30%, 40% meiner Figuren von GameStop. Aber das werde ich halt dann in Zukunft einfach nicht mehr unterstützen. Weil, ja. You know. Klar, dumm, aber es gibt genug andere Seiten, die ich dann gerne unterstütze, sei es Pop in a Box, wobei die haben mir das gerade auch schon ausgeschüttet, aber EMP auch noch, Elmwald, Pop Culture, das sind Seiten, die unterstütze ich dann lieber, bevor ich dass ich dann wieder zu GameStop zurückgreife. So Leute, ich liege eigentlich jetzt nur noch dumm im Bett, wir haben gleich schon wieder 12 Uhr und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich das Video hier beende. Ich habe noch so ein paar TikToks hochgeladen. Ich bin bei TikTok oder auf TikTok so fleißig. Mein Problem ist halt einfach, ich bereite so viele Videos vor und dann lade ich gefühlt alle an einem Tag hoch. Ich glaube, heute habe ich allein 5 Videos hochgeladen. Und eigentlich wollte ich nicht mehr hochladen wie 3. Schreibt mir gerne mal eure TikTok-Namen in die Kommentare und ich schaue dann vielleicht mal von ein paar von euch vorbei.
Und würde jetzt an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Die mich noch nicht abonniert haben, können das gerne nachholen. Ich würde mich mega freuen. Ihr findet jetzt hier noch zwei weitere Videos. Checkt die sehr gerne aus und ich würde sagen, haut rein und bye.